Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben jetzt das Thema psychosoziale Prozessbegleitung schon zum dritten Mal hier in dieser Wahlperiode im Landtag. Das zeigt ja auch, dass das für den Justizbereich ein durchaus wichtiges Thema ist. Und der Kollege da Cunha hat es in seinem Bericht als Ausschussvorsitzender gesagt, wir als Land Mecklenburg-Vorpommern waren und sind hier wirklich beispielgebend gewesen. Seit 2010 ist das hier im Land etabliert. Wir haben das mit 200.000 Euro jährlich gefördert, das Modellprojekt. Und jetzt geht es halt darum, das in den gesetzlichen Rahmen ja auch hier an der Stelle zu gießen. Und ich muss sagen, und das war wirklich sehr beeindruckend, die Anhörung auch hier mit den Beteiligten, mit denen, es sind ja nur Damen, die dort als Prozessbegleiterin tätig sind. Und wenn sie dann von ihrer Arbeit berichten, gerade wenn es um sexuellen Missbrauch geht, das ist schon sehr beeindruckend und wirklich gar nicht hoch genug anzurechnen, diese wichtige Arbeit, die Sie dort leisten. Deswegen auch nochmal aus Sicht unserer Fraktion dafür ein ganz großes und herzliches Dankeschön. Gerade hier in Schwerin hat das Thema ja durch den Skandal bei Power for Kids in den letzten 2-3 Jahren nochmal auch eine andere Dynamik und eine andere Bedeutung bekommen. Und deswegen, glaube ich, wissen wir auch, worüber wir hier reden. Es gab die Diskussion, die Umstellung auf die Fallpauschale, ich habe es, glaube ich, bei der Einbringung schon gesagt, dass es da durchaus gute Argumente für gibt, gerade wenn man sich die unterschiedlichen Fallzahlen anschaut in den einzelnen Landgerichtsbezirken, dann ist es natürlich schwer zu vermitteln, dass jemand, der vielleicht 45 Fälle im Jahr hat, ähnlich vergütet wird wie jemand, der 5 Fälle hat. Von daher spricht aus meiner Sicht schon sehr, sehr viel dafür, dass wir diese Fallpauschalen hier einführen. Gleichwohl, und das war ja auch ein Punkt aus der Anhörung, das zeigt ja wieder mal, dass wir ja auch nicht völlig beratungsresistent sind, so wie es uns ja gerne mal vorgeworfen wird von der Opposition, ist natürlich dort auch ausgeführt worden, dass diese Kosten ja nur die eigentliche Prozessbegleitung im engeren Sinne abdecken, natürlich viel, viel mehr Dinge gibt, sei es Supervision, sei es Netzwerkarbeit, Öffentlichkeitsarbeit und auch die Kosten, die vor dem eigentlichen Hauptverfahren entstehen, dass das natürlich auch die Punkte sind, die jetzt aus der Förderung rausfallen würden. Und deswegen war es, glaube ich, Konsens, zumindest zwischen 3 Fraktionen hier im Haus, dass wir diese Kosten mittragen wollen. Und war jetzt etwas irritiert, als ich gestern Abend das auch im Nordmagazin wieder gehört habe, dass von einer Mogelpackung gesprochen worden von einzelnen Akteuren. Da war ich etwas erstaunt, weil wenn man sich die Stellungnahmen mal anschaut, auch zur Anhörung, da sind natürlich verschiedene Zahlen genannt worden. Da waren Zahlen, da gab es auch Träger, die haben sich das, was sie schriftlich hatten und was sie mündlich vorgetragen, nochmal widersprochen. Also etwas schwierige Gemengelage. Auf jeden Fall waren, glaube ich, 15.000, 20.000, 25.000 Euro dort als Forderung. Ich glaube, die Linke hat es im Ausschuss dann, Kollegin Berner muss mich dann korrigieren, wenn es falsch ist, 20.000 gefordert gehabt. Die Koalitionsfraktion hat 15.000 Euro. Und das ist am Ende auch beschlossen worden. Und ich glaube, deswegen geht dieser Vorwurf ein bisschen an der Wirklichkeit vorbei, weil die Zahl 15 ist dort auch von einem der anzuhören, aus Rostock meine ich war es, dort vorgetragen worden, dass das, was notwendig wäre, um die von mir genannten Tätigkeiten mitzufinanzieren. Deswegen kann ich das im Einzelfall nicht so ganz nachvollziehen. Ich glaube, mit dieser Lösung, die wir jetzt getroffen haben, sichern wir die Arbeit dort weiterhin ab. Nochmal für alle, die vielleicht nicht so tief im Thema drinstecken, bis zu 1.100 Euro pro Fall wird vergütet über die neue Fallpauschale. Und da kann sich dann jeder ungefähr selbst ausrechnen, was dann am Ende des Jahres zusammenkommt bei den von mir genannten Fallzahlen. Von daher bin ich ganz froh, dass wir diese Lösung gefunden haben hier, auch im Ausschuss. Ich glaube, es waren sehr konstruktive Gespräche, auch mit unserer Justizministerin an der Stelle. Muss ich hier auch nochmal ausdrücklich loben und ich finde es auch gut. Wir haben ja gerade die Linke bei dem vorherigen Tagesordnungspunkt hier ein bisschen kritisiert. Jetzt müssen wir sie auch mal wieder loben, dass sie, auch hier mitgezogen hat, nachdem ihr eigener Antrag abgelehnt wurde, dass sie dann gesagt hat, nein, wir wollen, stellen uns der Verantwortung und stimmen auch dem Antrag der Koalitionsfraktion zu. Die AfD hat zwar in den Anhörungen und in der abschließenden Beratung irgendwas kritisiert und gesagt, das und das passt uns nicht, aber ein konkreter Antrag lag natürlich nicht vor. Also so viel auch mal zum Thema für die Zuhörer vielleicht, die jetzt gerade kommen, so viel auch mal zur parlamentarischen Arbeit, also hier immer sehr vollmundig im Plenum, aber wenn es dann um die Sacharbeit geht, dann natürlich liegen da keine Anträge auf dem Tisch, von daher konnten wir da auch nichts abstimmen an der Stelle. Ich glaube, die Lösung, die jetzt gefunden wurde, ist eine gute Lösung, guter Kompromiss und sichert auch künftig die psychosoziale Prozessbegleitung hier im Land. Und von daher bitte ich um Zustimmung
zum Gesetz und auch zur Entschließung und zum Beschlussempfehlung des Rechtsausschusses. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.